Beim SC Siemensstadt wird die Nacht zum Tag. Alle, die den Verein schon einmal kennenlernen wollten, kommen beim Nachtschwärmersport vollends auf ihre Kosten. Ich habe 3 oder 4 Kurse besucht und war total genial. Ich habe Einblicke, ich weiß, dass ich ein paar Kurse nicht machen würde, aber ich habe 2 gefunden, die ich auf jeden Fall machen würde. Für nur 10 Euro hat man 3 Stunden lang Zeit, sich durch die bunte Sportwelt des SC Siemensstadt zu testen. Insgesamt über 150 Kurse bietet der Verein und von A wie Aerobic bis Z wie Zumba ist alles dabei. Das Tolle, Neukunden, die noch während der Veranstaltung einen Kurs für das 4. Quartal 2022 buchen, wird der Betrag von 10 Euro schon angerechnet. Weil wir das finden, ist die beste Möglichkeit, um was Neues auszuprobieren. Und viele Teilnehmer geben uns heute recht. Wir steigen wieder ein, heute mit ganz, ganz unterschiedlichen Sportangebot. Jetzt gibt es gerade hinter mir ein gemeinsames Warm-up an der Stelle und danach schwärmen alle aus und dürfen sich ausprobieren den ganzen Abend. Einmal im Sportzentrum hat man die Qual der Wahl. Egal ob Fitnessstudio, Training in der hauseigenen Box oder im Schwimmbad. Bis zu 10 Kurse aus den vielfältigen Abteilungen werden parallel angeboten. Ich war verwundert über die Größe, also es ist wahnsinnig weitläufig und für jeden denke ich was dabei. Also und auch in den unteren Räumen war ich erstaunt, man hat da gar nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Untergeschoss ist. Nee, und dann die Schwimmhalle zum Abschluss, das war gut. Wenn Sie nun auch Lust bekommen haben, dann buchen Sie sich doch einfach einen Sportkurs für das 4. Quartal. Gehen Sie dafür einfach auf www.scs-berlin.de, suchen Sie sich Ihren Lieblingskurs aus und schon kann es losgehen. Passend dazu hat der Verein auch viele neue Sportarten in sein Repertoire aufgenommen. Hinzu kommen zum Beispiel Salsation, Tai Chi im Basic und Dynamics und das Bootcamp. Mit funktionellen Übungen wollen wir so weit den Körper bringen, zu spüren, wo einfach die Grenze ist und dann aber immer noch mal einen Tick drüber hinausgehen. Im Sportzentrum wird jetzt noch ein wenig weiter trainiert, bevor man den Abend ganz entspannt bei einem gemeinsamen Cooldown ausklingen lässt. Und wer Lust hat, der kann danach noch zur Aftersportparty und die Nacht weiter zum Tag machen.